So, schönen guten Abend. Im Hintergrund läuft jetzt gerade das, was wir oder was ich letzte Woche gemacht habe. Das heißt, letzte Woche haben wir eigentlich mit iTempera die Kohlezeichnung entsprechend mit Farbe untermalt. Ja, das ist so die erste Farbschicht. So nach einer Stunde habe ich dann entschieden, okay, das müsste eigentlich jetzt gut sein und wir machen das Ganze dann heute weiter. Ich habe dann auch, ja, ich dachte mir, ich habe noch ein paar Farben organisiert, auch iTempera-mäßig und die werde ich dann heute auch verwenden, sodass das Ganze noch ein wenig mehr den typischen Ausdruck bekommt, so wie ich normalerweise Porträts male zurzeit. Ja. Letztes Mal war es eine relativ limitierte Palette und die habe ich jetzt entsprechend ergänzt. Ja, und wenn dieser kleine Zusammenschnitt erstmal rum ist, dann geht's auch schon los. So, da sind wir jetzt und ja, das ist im Prinzip der aktuelle Stand. Ihr seht, im unteren rechten Fenster habe ich auch die Palette vorbereitet. Ich habe jetzt noch ein paar andere Farbtöne mit dazu genommen. Und zwar habe ich hier ein Violett. Dann habe ich noch ein Hooker's Green, heißt es. Dann habe ich wie üblicherweise auch ein Umbra gebrannt. Und das Schwarz ist normalerweise ja nicht auf meiner Palette vertreten, aber wir haben ja entschieden, weil ich habe festgelegt, dass wir in diesem Falle das Bild mit einem schwarzen Hintergrund versehen. Ja, und ansonsten habe ich ja keine weiteren Farben mehr dazu besorgt. Wir haben jetzt, ich gehe es mal ganz kurz durch. Wir haben hier Zitronengelb, wir haben Cadmiumorange, wir haben Neapelgelb, dann hab ich hier Cadmiumrot, das ist Vermilion, das ist ein Zinnober, Rot. Und dann habe ich hier lichten Ocker, Sienna gebrannt, Violett, Hookers Grün, Umbra gebrannt, Ultramarinblau und Schwarz. Und hier in der Ecke hier unten habe ich Titanweiß. Okay, also wie gehabt, wir sind nach wie vor bei der iTempera am Malen. Und ja, wenn es irgendwelche Sachen gibt, schreibt das einfach in den Chat, hinterlasst irgendwelche Nachrichten. Mal schauen, ob ich nachher dazu komme, das mir nochmal anzuschauen und würde dann eventuell drauf eingehen. So, wie fangen wir heute an? Im Prinzip genauso, wie ich das die letzte Woche auch gemacht habe. Ich würde jetzt als erstes den Hintergrund wieder ein bisschen angehen, in dem Falle mit Schwarz und sehr großzügig, einfach zügig malen. Ich will versuchen, auch heute wirklich mit dem Bild zu Ende zu kommen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Bin eigentlich recht zuversichtlich. Also einfach hier wieder relativ zügig die Farbe auftragen. Und gar nicht so lange rumfackeln. Wäre toll, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, na, ich würde gern mal sehen, wenn mir das und das, dass ich das male oder nicht unbedingt ein Porträt, sondern vielleicht irgendein Thema, was euch interessiert. Dafür bin ich offen. Ich habe da tatsächlich keine Präferenzen. Ich male halt das, was ich normalerweise tue. Und wenn ihr, keine Ahnung, auch mal ein Stillleben haben wollt oder eine Landschaft, das ist alles durchaus möglich. Muss halt nur schauen, dass man halt tatsächlich in einem ein Objekt wählt, das tatsächlich innerhalb von, sagen wir mal, zwei Sitzungen einigermaßen umsetzbar ist. Dann bin ich absolut bereit dazu und ja, freue mich, wenn ihr mir irgendwelche Nachrichten zukommen lasst in diesbezügliche. Versuche auch nicht allzu oft was zu erklären, weil ich denke, dass die, die mich kennen, die
wissen eigentlich schon, wie ich vorgehe. Ich versuche immer wieder Dinge zu erläutern, wenn es vielleicht nicht unbedingt klar ist. Und oder spezielle Themen wie jetzt hier das Thema Eye-Temperer. Das ist ja eigentlich sehr speziell. Das ist jetzt nicht allzu häufig, dass man damit malt. Vielleicht für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, nochmal eine ganz kurze Erklärung. Also Eye-Temperer ist im Prinzip ein sehr altes, ja, eine sehr alte Maltechnik. Pigmente mit, wie der Name schon sagt, mit Ei gebunden. Und es gibt da ganz verschiedene Rezepte, wie man das irgendwie umsetzen kann. In der Regel benutze ich einen Volumenanteil Ei. In dem Fall ist es tatsächlich ein ganzes Ei. Ich trenne jetzt nicht unbedingt zwischen Eigelb und Eiweiß. Die gleiche Menge an Leinöl und die gleiche Menge an Wasser. Wobei man zuerst das Ei mit dem Öl emulgiert, das heißt einfach eine Flasche und in eine Flasche geben und einmal durchmischen und schon hat man eine Emulsion, die man verwenden kann, um Pigmente damit zu binden. Heißt, man teigt die auf einer Platte etwas an und man teigt das Pigment auf einer Platte an, am besten auf einer Glasplatte und fügt dann nach und nach das Bindemittel mit dazu und kann das tatsächlich die heutigen Pigmente, je nachdem wie gut das Pigment bereits aufbereitet ist, also je feiner es ist, umso besser. Wenn es etwas grober ist, muss man es tatsächlich auf dieser Glasplatte mit so einem Läufer, das ist so eine, im Prinzip wie eine Art überbreiter Mörser, verreiben, sodass sich das Pigment mit dem Bindemittel gut verbindet. Und dann ja, kann man das genauso wie jede andere Farbe einfach auf die Palette legen und damit malen. Ist ein ganz tolles Medium. Es macht echt Spaß. Fühlt sich vom Farbauftrag her wirklich fast wie Ölfarbe an. Ist auch nicht ganz so schnell trocken wie Acrylfarbe. In der Regel bleibt es sogar etwas länger offen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich mit Leinöl arbeitet, dann ist das eine sehr spaßige und angenehme Art zu arbeiten. Ich hoffe auch, dass mein Mikrofon und meine Stimme einigermaßen gut rüberkommt, dass das sauber ist. Das, was ich hier höre, klingt gut. Aber das heißt ja nicht unbedingt das, was draußen im Netz ankommt. Das kann ja durchaus etwas anders sein. Also im Grunde genommen gehe ich jetzt heute genauso vor wie am letzten Dienstag. Ich gehe quasi nochmal mit Farbe über das, was ich bisher schon mal gemalt habe, legt nochmal eine Schicht drüber und werde dann immer, wenn es um das Gesicht geht, immer feiner werden im Farbauftrag. Ich wiederhole mich ja relativ gerne, also ich versuche möglichst großzügig den Pinsel zu nutzen und nicht allzu sehr mich im Detail zu verlieren, weil nur so bekommt das Ganze eine gewisse Lebendigkeit. Kann ich dieses Gelb dann eigentlich mit diesem Grün wieder ein bisschen benutzen und werde es hier tatsächlich in der Mütze mit aufnehmen an ein paar Stellen. Und die Struktur dieser Mütze werde ich eigentlich nur lose andeuten. Ich sehe gerade, hier läuft mir ein bisschen die Farbe weg. Werde ich gleich mal ein bisschen wegwischen. Die habe ich etwas zu dünn genommen. Die werde ich jetzt einfach hier etwas entfernen. Okay, und erledigt.
Kann ich auch gleich schon mal wieder ein bisschen Weiß mit dazu nehmen. Habe ich also verschiedene. Suche auch tatsächlich den Hintergrund ein wenig nicht zu sehr abzugrenzen. Kann ich später noch dagegen arbeiten. Aber im Großen und Ganzen versuche ich jetzt erstmal hier wirklich diese Wellenbereiche zu erfassen. Und dann wird es auch schon gleich losgehen mit dem Thema. Gesicht. Wichtig dabei ist, wenn ihr das hier, wenn ihr so grob arbeitet, dass ihr tatsächlich beim Arbeiten auch den Pinsel dreht und in verschiedene Richtungen. Das gibt dem Ganzen einen gewissen Strich und auch eine gewisse Dynamik, außer einfach nur der Form zu folgen, das wäre auf Dauer einfach nur zu langweilig und wäre auch nur eine monotone Fläche, die so von, also jetzt zumindest von mir nicht so gewollt ist. So, jetzt lasse ich das auch erstmal in dem Stand, was das angeht. Das kann ich jetzt erstmal, kann erstmal warten. Vielleicht lege ich hier unten noch ein bisschen auf dem Shirt schon mal ein wenig Lichter an. Einfach so als quasi als, ja, als Marker. Und ja, denke, das sollte jetzt erstmal genügen. Also kann dieser Pinsel erstmal weg. Gut, kurzer Blick. Und nun fange ich tatsächlich erstmal mit den hellen Teilen im Gesicht an. Also die da, wo das Licht am die höchsten Stellen trifft, das ist hier. Das ist hier auf der Seite der Nasenbereich, genauso hier, auch diese Lichtkanten hier im Augenbereich, im Augenhöhlenbereich. Dann haben wir ein paar Hellstellen hier. Wir haben die Wange, die es zu beschreiben gibt, und die Kante hier außen. Und wir haben hier die rechte Wange. Das sind Teile des Kinns, die durchaus sehr im Licht sind. Dann haben wir auch noch einen Teil vom Hals und vom Schlüsselbein und vom Nackenansatz, und vor allen Dingen hier verliert sich tatsächlich komplett die Kontur. Das ist also tatsächlich eine helle Fläche hier. Und mit denen fange ich jetzt an. Und die werde ich jetzt relativ hell ansetzen. Dazu nehmen wir wieder einen breiten Pinsel. In dem Falle nehme ich nun Neapelgelb. Weiß. Versuche nicht schon ganz weiß zu werden, das kann ich später immer noch heller machen. Aber im Grunde genommen geht es jetzt tatsächlich erstmal um die Anlage der letzten Stellen.
Ich glaube, vielleicht, oder nicht, was heißt ich glaube, ich weiß. Ich weiß, ich habe diese Woche durchaus die eine oder andere Nachricht rausgeschrieben, auf Facebook und Instagram und wo halt auch immer, und auf meiner Webseite, in dem Falle markusphilipp.de, dass ich nun auch einen Podcast bereitstelle. Und diesen werde ich auch hier noch in der Beschreibung später verlinken, damit ihr euch den anhören könnt. Und zwar geht es in dem Podcast so ein bisschen um die Geschichte, die mich so den letzten 6 Jahre begleitet hat, als ich mit diesem, ja, mit der Malerei begonnen habe. Und was mir alles so widerfahren ist, was ich gelernt, was ich, Dinge, die ich tatsächlich erlebt habe, die vielleicht der eine oder andere, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, durchaus interessant finden könnte. Oder sich vielleicht auch wiederfindet. Das wäre toll. Auch da sind in den Beiträgen Kommentare erwünscht. Ich würde das gerne, ich hätte da gerne Feedback dazu. Also fühlt euch frei, es zu kommentieren. Ihr seht, ich nehme jetzt einfach hier wirklich einen relativ groben, ja, groben Pinsel. Der ist fast 3 cm breit. Man könnte das sogar noch auf die Spitze treiben und tatsächlich mit einem noch breiteren Pinsel malen. Das geht natürlich auch, weil solche Flachpinsel ja durchaus die Möglichkeit haben, dass man sie dreht und damit eine feinere Linie malen kann. Man ist nicht zwingend an die Breite des Pinsels gebunden. Man kann das durchaus variieren. So, das heißt, jetzt habe ich erstmal so auf den ersten groben Plan hin die hellen Stellen mal angelegt. Eigentlich kann ich hier das Augenweiß auch schon mitnehmen. Und Teil an der Lippe hier haben wir schon, das Kinn. Ich muss mich halt entscheiden, welche Haarfarbe der gute Kollege hier hat. Ich tendiere zu einem leichten Rotton. Ich vermute mal, er ist aber an sich in Natur blond oder dunkelblond, so in der Richtung. Aber das möchte ich gar nicht so machen. Ich möchte ihn dann tatsächlich in rötlichen Ton verpassen. Das hat den Vorteil, dass ich hier im Kontrast, im Komplementär zu dem Grün arbeiten kann, was dem Ganzen noch eine gewisse Dynamik verleiht. Gut, jetzt haben wir die ersten hellen Töne. Jetzt mache ich hier ein bisschen lichten Ocker dazu. Um ein wenig noch mehr Wärme reinzubekommen. Und dann lehne ich einen anderen Ton und lege das einfach auch nur mal ganz grob an ein paar Stellen an.
Okay. Noch ein wenig den Ton hier. Also wenn ihr das mögt, dass ich dazu noch einige weitere Dinge ausführe, warum ich jetzt hier was tue, dann ja, dann fordert mich dazu auf, dann würde ich das gerne mit einbauen in Zukunft. Ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, ob das erwünscht ist oder ob das dann einfach etwas zu viel des Guten ist. So, jetzt habe ich hier ein wenig Umbra und nehme ein wenig, wirklich einen Hauch Violett mit hinein. Nur einen kleinen Hauch und gehe schon mal an die Stellen, von denen ich erwarte, dass sie etwas dunkler werden. Fange da schon mal an, die Farbe anzulegen. Noch ein bisschen zu schwach. Auf die Hintergrundmusik ist angenehm und nicht allzu laut. Das macht das Ganze etwas erträglicher, als wenn ich schweige und nichts sage. Das Ganze ein wenig violetter. Nicht ein also ich arbeite mich jetzt so langsam in meine dunklen Stellen vor. Aber ganz, ganz zart. Nicht, ich möchte es noch nicht übertreiben. Seht, ich bin hier wirklich mich vorsichtig am Rantasten.
Und möchte nicht schon zu übertrieben dunkel werden. Das kommt von ganz alleine. Wenn wir einmal anfangen, ich glaube, der Mund ist ein wichtiger Punkt, der hier einigermaßen das Gesicht widerspiegelt. Bekommt er hier einfach mal eine leichte einen leichten, ja, rötlichen Schimmer. Den werde ich jetzt auch nur erstmal grob anlegen. Ihr seht, das ist relativ transparent. Also keinen deckenden Stich, sondern ist momentan alles relativ transparent. Das hat den Charme, dass man tatsächlich mit verschiedenen Überlagerungen eine gewisse Tiefe versorgen kann. Was natürlich heißt, dass man einfach länger malt. Ja? Also man braucht einfach länger, man muss warten, die Trocknungszeit berücksichtigen, die dann die Schicht braucht. Bei iTempera ist es nun wirklich nicht wirklich so lange. Das heißt, einigermaßen überschaubar. In der Regel ist es nach einem Tag schon so weit trocken, dass man weitermalen kann. Bei Öl sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Im Grunde genommen müsste ich einfach tatsächlich auch einfach mal zeigen, wenn was nicht gelingt, was ja durchaus, ja, nicht der Standard, aber was durchaus des Öfteren vorkommt, dass man einfach die Figur oder das Gesicht oder das alles gerade nicht so auf den Punkt bringt, dann ist es durchaus angebracht zu korrigieren. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einem Video gezeigt, wie man das sowas machen kann. Es kommt jetzt darauf an, wie weit ich hier mit diesem, wie ich heute mit dem Bild zurande komme. Wenn es mir nicht wirklich heute so gut gelingt, dass ich damit zufrieden bin, dann kann es durchaus sein, dass wir nächste Woche einen dritten Teil haben, in dem ich einfach die Korrekturen mache und euch zeige, wie man dann die Fehler wieder korrigiert. Wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr komplett falsch liegt, dann ist es durchaus legitim zu sagen, ich mache das vielleicht sogar auch hier mal einfach als Beispiel. Und dann ist es durchaus legitim zu sagen, das gefällt mir nun gar nicht. Ich nehme einfach einen Lappen und wisch das wieder weg. Absolut. Kein Problem. Das ist sogar manchmal hilfreich, tatsächlich über so ein Bild zu gehen. Ich überlege mir sogar gerade, ob ich das nicht einfach heute mal durchexerziere. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, mal etwas anderes zu zeigen, als das wie man so standardmäßig eigentlich immer mit so einem Thema umgeht. Ich glaube, das mache ich. Dann nehme ich doch einfach mal. Ja, ich habe jetzt hier so einen. Ich habe jetzt hier so einen Silikonpinsel, ist das. Der hat also keine Borsten. Das ist einfach nur eine gerade Fläche mit einer scharfen Kante. Und wie so eine Art Spachtel. Und den nehme ich jetzt einfach und gehe hier einfach hier über das Gesicht
einfach mal drüber und denke, ah, das mache ich weg. Und das mache ich auch weg. Und korrigiere hier einfach mal relativ wild vor mich hin. Und gehe dann auch übers Auge oder mal hier rüber oder mal in den Hintergrund quer rüber, sodass ich tatsächlich das ja nicht zerstöre, aber ich löse es im Prinzip auf. Das geht natürlich nur dann, wenn die Farbe noch feucht ist, ja. Also in dem Falle ist sie relativ dick aufgetragen und trocknet halt auch nicht so schnell. Könnt da echt wild ohne Hemmung das zerstören, ja. Auch einfach mal quer rüber. Und ihr werdet sehen, dass ihr eigentlich gar nicht wirklich was zerstören könnt. Im Gegenteil. So, jetzt haben wir hier einfach wild drauf los verschmiert. Ja, und dann neuen Mut fassen und weiter geht's im Text. Jetzt kann man im Prinzip genauso wieder anfangen und sagen, ah gut, jetzt nehme ich halt wieder einen helleren Farbton. Und fangen halt an bestimmten Teilen wieder anzusetzen. Diesmal vielleicht nicht solche großen Flächen, sondern eher kleinere. Ja, und eigentlich könnt ihr das beliebig oft wiederholen. Finde das übrigens auch ein sehr probates Mittel, wenn man sich festgebissen hat, ja. Also wenn man tatsächlich an einer Stelle angekommen ist, an der man die ganze Zeit rumwurschtelt und wirklich nicht weiterkommt. Das kann eigentlich jedem passieren, passiert mir hin und wieder auch. Und ich bin da mittlerweile eigentlich nicht mehr so erschrocken, sondern ich denke, ah, okay, komm. Vielleicht heute einen schlechten Tag erwischt. Und dann akzeptiere ich das so, wie es ist. Entweder höre ich auf. Oder ich stelle mich tatsächlich dieser Herausforderung und gehe da ganz brutal zu Werke. Und nehme einen Spachtel und kratzt die Farbe wieder runter oder nimm eine komplett andere Farbe, die ich normalerweise vielleicht nie nehmen würde oder die mit dem Bild bisher nichts zu tun hatte und mal darüber oder decke komplett Flächen wieder schließend komplett ab, sodass ich eigentlich die Struktur, die ich unten drunter hatte, komplett verliere. Das all das hilft mir, um mich von so einem gewissen Dogma zu befreien, ja, also dass ich das jetzt unbedingt so genau so tun muss. Das hilft durchaus. Fällt wahrscheinlich schwer, den meisten wahrscheinlich, weil das geliebte Bild man ja nicht zerstören kann. Aber ich kann euch da echt trösten, das ist fast ein Muss. Wenn ihr zumindest in dieser Art und Weise mal so malen wollt, ja, wenn ihr fotorealistische Dinge malen wollt, dann ist es vielleicht ein nicht ganz so empfehlenswerter Ansatz. Aber Regeln sind dazu da, dass man sie bricht, finde ich, zumindest auf der Leinwand. Ich hoffe, die Bildqualität ist auch gut. Also bei mir sieht es hier alles recht scharf aus. Hoffe, das passt soweit. Gut, dann haben wir jetzt mal wieder von diesen
hellen Flächen. Jetzt arbeiten wir uns zu den Augenhöhlen vor. Nehmen dann auch hier erstmal ein Umbra mit einem kleinen Schuss. Sienna gebrannt und eine ganz kleine Einfärbung violett. Habe jetzt halt die Pinselgröße etwas geändert und gehe eigentlich erstmal jetzt wieder in hier in, fast in den Zeichenmodus über, indem ich den Pinsel wirklich wie einen Stift verwende und zeichne. Einfach weil ich jetzt durch dieses Hin und Her einfach die Formen ein wenig verloren habe und die muss ich mir irgendwie wieder herzaubern. Also mache ich das jetzt hier auf diesem Wege. Und hoffe, dass ich sie so wieder einfangen kann. Das gelingt nicht immer. Aber wie gesagt, den Mut nicht verlieren und einfach weitermachen. Das Schöne ist, sobald lang die Farbe nass ist, kann man wirklich auf eine recht charmante Art und Weise neue Farbtöne direkt auf dem Untergrund mischen. Das ist also ist eine, mache ich sehr gerne. Allerdings muss man dabei aufpassen, dass man nicht zu sehr aufdrückt und damit die unterliegenden Farbschichten damit verbindet, weil dann wird es mutzig. Dann kann man wirklich mit, kann man damit eigentlich fast nichts mehr anfangen. Und dann kann, heißt es nur noch wirklich warten, trocknen lassen und neu anfangen. Hin und wieder ist es auch vielleicht auch ganz nützlich zu sagen, ah wunderbar, ich habe da unten drunter eigentlich eine nette Struktur oder vielleicht irgendeine Farbe, die ich durchaus einfach stehen lassen will. Das, was ich jetzt zum Beispiel hier habe, hier ist eine, das sieht man vielleicht auf dem Video nicht ganz so gut, aber hier habe ich so einen leichten gelben Untergrund, den ich vielleicht verwenden werde. Aber das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber ich habe es zumindest mal so ein bisschen im Hinterkopf. Okay, Pinsel reinigen. Und jetzt nehmen wir einfach eine völlig andere Farbe. Jetzt nehme ich hier tatsächlich ein Orange. Mache dazu ein wenig Weiß. Muss hier ein wenig, na, möchte es nicht ganz so knallig haben. Dann nehme ich ein wenig von dem Komplementär, nämlich Violett. Und breche damit so ein wenig dieses strahlende Orange. Ein wenig.
Das könnte ich durchaus auch für die Lippe nehmen hier. Für die hier. Teil und hier hinten haben wir auch einen Teil des Lichts auf der Lippe. Dann nehmen wir das doch schon einfach mal mit. Und wir können vielleicht sogar ein bisschen kräftiger werden im Orange. Sag eigentlich immer wir. In dem Falle ist ja, bin ja das Ich. Das ist irgendwie so eine merkwürdige Angewohnheit. Wenn ihr den Pinsel wirklich ganz zart auflegt, dann könnt ihr wirklich Schicht für Schicht auftragen, ohne dass ihr Gefahr lauft, die darunterliegende Schicht miteinander zu vermischen. Das ist einfach nur eine Frage des Drucks, den man auf den Pinsel ausübt. Ja, mutig. Kann ich nur sagen, mutig. Seht, die Nasenlöcher, die sind recht groß, aber die werde ich noch aussparen. Das gehe ich später an. Das ist momentan nicht so wichtig. Wenn ihr ganz unsicher seid und unzufrieden, dann könnt ihr natürlich auch warten, bis es trocken ist und dann ganz normal mit Kohle oder Bleistift wieder drüber zeichnen, sodass ihr die Form für euch findet. Und die Linie wieder, sodass dass ihr euch wohlfühlt. Da ist es wichtig. Wenn ihr euch total verloren habt, dann nehmt Abstand und fangt von vorne, nicht von vorne, aber zumindest mit einer gewissen, ja, Routine, die ihr vielleicht schon könnt, weil ihr mit dem Zeichnen euch wohlfühlt dann. Nehmt Kohle, Bleistift, Pastell. Irgendetwas zum Zeichnen oder eine verdünnte Farbe mit einem Rundpinsel und nehmt den zum Zeichnen. Das finde ich sogar noch charmanter, weil er da mit der gleichen Farbe malt, die ihr normalerweise im Bild sowieso verwenden würdet.
Dann habt ihr da schon etwas Übung. Es ist vor allen Dingen toll, wenn ihr das tut, in der nächsten Mahlsitzsitzung, wenn ihr sagt, ah, das will ich jetzt weitermachen, dann wäre das durchaus eine Art Warm- ja, oder Auflockerungsübung, indem ihr einfach wirklich mit einer Farbe, mit einem Pinsel anfangt zu zeichnen auf dem Bild, um eure Korrekturen zu setzen. Dann ist das wie so eine Art, ja, Übung. Und als solche könnt ihr die auch wirklich sehen. Das hilft. Glaubt mir. Und immer schön mutig bleiben. Jetzt fange ich mal einfach an, diesen Rotstich irgendwie mir anzumischen für seinen Bart. So nehme ich gebranntes Jena und etwas Vermillon. Ich muss mal schauen, ob das von dem Stich hier hinkommt. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Jetzt legen wir erstmal hier grob den Oberlippenbart an. Versuchen den in der Form zu beschreiben, so wie ich den jetzt hier auf dem Bild sehe. Auch da noch nicht so. Noch nicht so genau bleiben oder sein. Und dann mal andeuten, wo dieser Bart und wo diese Stoppeln eigentlich überall vorkommen. Ich sehe, ich habe schon ein bisschen die Kinnform verloren, aber das kann ich, glaube ich, wieder einfangen. Habe nachmischen. Das müsst ihr übrigens auch für euch rausfinden, was für ein Typ ihr seid, wenn es um das Thema Palette vorbereiten, Farben anmischen geht. Gibt da durchaus unterschiedliche Ansätze. Ich mag das eigentlich. Ich mir eine Farbe an. Jetzt zum Beispiel jetzt diese geplante Farbe für den Bart. Und jetzt habe ich mich für diesen Farbton entschieden. Dann weiß ich im Groben, wie ich ihn anzumischen habe. Und mische mir halt eine gewisse Menge an, von der ich erstmal glaube, dass sie mir ausreicht, um die wichtigsten Elemente anzulegen. Was mir oft oder oftmals halt manchmal oftmals nicht gelingt, dass ich einfach die Menge unterschätze, dass ich schlichtweg zu wenig an Farbe angemischt habe. Auch das ist etwas, was ich heute, wenn ich heute darüber nachdenke, sogar eigentlich ganz toll finde, dass ich dann nicht so exzessiv die Farben voranmische, sondern dass ich mir die Freiheit nehme, die nochmal neu anzumischen, mit dem Ergebnis, dass sie zwar ähnlich sind, aber nicht gleich. Und das macht das Ganze sehr lebendig. Kann ich vielleicht, wäre das vielleicht ein Tipp für euch, allein schon über diesen Ansatz zu wissen, dass das
eine gewisse Dynamik erzeugt. So, was jetzt noch interessant wäre, wären so Übergänge von hell nach dunkel, einfach um so einen gewissen, ja, harmonischen Übergang zu schaffen. Das mache ich ganz gerne, indem ich in Schwarz mit, oder meistens in Grau, und ich habe jetzt hier kein Grau, also mische ich mir dieses mit ein wenig Ultramarin. Und habe ich so ein gewisses Grau. Das kann ich aufhellen. Wieder mit Weiß. Oder man könnte auch ein Neapelgelb nehmen. Dann hat man halt, da ist zwar auch schon Weiß mit drin, aber das ist dann nicht ganz so dominant. Oder es gibt sogar eine gewisse Wärme mit dem Grauton, je nachdem, auf welcher Basis ihr den mischt. Aber das ist auf jeden Fall ein Mittelchen. Da wir eigentlich wirklich hier keine harten, ich will eigentlich gar nicht so viele harte Grenzen setzen, wie sie hier im Augbereich sind, also hier und hier. Ich möchte es einigermaßen zart haben. Also auch hier den Pinsel möglichst leicht auf die Oberfläche setzen und die Farbe drüber legen. Ihr könnt natürlich den Farbton des Barts mit dem Grauton vermischen, dann habt ihr ein rötliches Grau, das ihr vielleicht für dunklere Stellen benutzen könnt. Ihr seht, ich bin jetzt auch schon über das, komme ich in etwas in kleineren Bewegungen voran. Muss aufpassen, dass ich nicht dazu tendiere, wieder zu viele kleine Pinselstriche zu machen oder mit einem zu kleinen Pinsel, weil dann verändert sich im Prinzip wieder alles. Und da werde ich zu detailliert, zu kleinteilig. Und das muss ich auf jeden Fall wieder auflösen später. Sonst stimmt später der Gesamteindruck nicht mehr.
Wir sehen, die Augen sind jetzt im Vergleich zu allem etwas zu dunkel. Die Pupillen in dem Falle, meine ich eigentlich. Also nehmen wir die doch gleich mal mit ins Boot. Und geben denen schon mal einen etwas helleren. Einen etwas helleren Wert. Müssen wir nochmal schauen, wo finden sich denn die der Mundwinkel? Er ist hier. Also deuten wir den einfach nochmal hier an und der andere ist ungefähr hier. Na, aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr ein Grinsegesicht hinbekommen. Aber das soll jetzt erstmal grob reichen. Merke schon, heute bin ich nicht so im Flow. Aber das stört mich jetzt auch nicht mehr. Too late. Und außerdem gehört auch ein gewisses Scheitern dazu. Aber übrigens, das ist auch der Name des Blogs oder des Podcasts, den ich gerade veröffentliche. Der Titel lautet Die Kunst zu versagen oder warum ich mich mit Kunst beschäftige. Trifft heute Abend ziemlich des Pudels Kern. Heute Abend ist es nicht ganz so wieder prickelnd. Aber Mut zur Unvollständigkeit und Mut, etwas nicht hinzubekommen. Kein Problem. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber bisher habe ich alle Arbeiten umsetzen können, wie ich sie umsetzen wollte. Insofern bin ich da immer frohen Mutes und weiß, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, der hat ein wenig an Form verloren. Dann machen wir das doch wieder korrigieren. Korrigieren wir das doch jetzt einfach schon mal. Das Ich glaube zu sehen, was nicht stimmt. Ja, ich denke, den werde ich wieder einfangen müssen.
Ja. Naja, ich denke, dann wird es bei der nächsten Sitzung fertig. Heute wird das nichts mehr, um ehrlich zu sein. Ich muss sagen, ich hatte ganz am Anfang, als ich mich auf das Thema eingelassen habe und mich online stelle mit dem, was ich tue, am Anfang so ein bisschen das Problem, dass ich dachte, oh mei, wenn ich scheitere, wie fühle ich mich dabei? Was denken die anderen? Nun ja, ich bin mittlerweile auf dem Stand. Das stört mich nicht. Das gehört einfach mit dazu, ist Teil dieses Spiels. Und insofern bin ich da jetzt mittlerweile relativ entspannt. Okay, noch grob hier diese Dinge auflegen, die ich bisher zerstört habe. Ihr seht jetzt durch dieses Hin und Her mit dem Gummirakel oder mit dem Gummipinsel oder Silikonpinsel, ist die Mütze durchaus interessant geworden. Was man jetzt nicht unbedingt vom Rest beantworten kann, aber ich könnte noch durchaus hingehen und einen Teil dieser Strukturen, also diese Webstrukturen, die kann ich durchaus hier noch quasi mit einarbeiten. Einfach als grobe. Als grobe Vorgabe, ohne nämlich jetzt hier dann tatsächlich an die Maschen und die Folge von diesen von dem Strick zu halten. Einfach diese Kontur aufzulösen. Es gibt dem Ganzen eine gewisse lockere Oberfläche. Ja, okay. Also ich denke, für heute muss ich leider zu einem Ende kommen, weil ich in irgendeiner Form nicht wirklich irgendwie die Bindung finde heute. Ja. Passiert. Insofern muss ich euch auf das nächste Mal vertrösten, auf nächste Woche. Seid mir nicht böse. Ich sage deswegen auch gleich Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. In der Zwischenzeit, wie gesagt, kommt auf meinen Podcast. markusphilipp.de/podcasts oder ihr findet mich auch im iTunes Store unter Markus Philipp, die Kunst zu versagen oder warum ich mich mit Kunst beschäftige. Sind einige Folgen bereits online. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anhört und vielleicht gebt ihr mir auch Feedback. Wäre noch eine Nummer besser. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt den Rest der Woche und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Ciao.